Die Hochs und Tiefs auf dem Weg zum Erfolg sind das Thema dieser Episode. Du erfährst von der sehr erfolgreichen Bloggerin und Buchautorin Susanne Christek, was du mit Promis im Punkte Erfolg gemeinsam hast und was es braucht, wenn du deine Träume verwirklichen und dein Hobby zum Beruf machen möchtest. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Im April, da gibt's wettertechnisch ja immer wieder Hochs und Tiefs, die sich abwechseln. Und das passt wunderbar zum heutigen Thema Erfolg. Privat und im Berufsleben, also gerade von selbstständig Erwerbstätigen, wechseln sich ja die Hochs und Tiefs das ganze Jahr über ab. Heute habe ich zum Thema Erfolg einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie ist Agenturleiterin der Firma Sales Crew, Marketing-Expertin, erfolgreiche Bloggerin, bekannt geworden mit ihrem Blog 100 Tage ohne Klumpert. Sie ist die Erfinderin der Strickfilme, Initiatorin der Lesebühne zum Mitsingen, wo sie unter anderem auch den Schauspieler und Kabarettisten Manuel Rubey zu Gast hatte. Sie ist Co-Moderatorin des Austro-Podcastels, wo sie schon mit Stefanie Werger, Wolfgang Ambros, Paul Pizzerra geplaudert hat. Und außerdem ist sie mit ihren zwei Büchern Nur die Liege zählt und Die nächste Depperte, die bereits im ORF Fernsehen und Radio und sämtlichen Zeitungen präsentiert und empfohlen werden, eine aufstrebende Autorin. Es ist mir eine besondere Freude, Susanne Christek heute hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, liebe Susanne, und dir trotz deines sicher sehr vollen Terminkalenders Zeit genommen hast. Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung und für die großartige Ankündigung. Bitte, ich bin ganz gerührt. Ich bin noch nie so schön angekündigt. Freut mich sehr. Vielleicht magst du dir selber noch kurz vorstellen und ergänzen, was ich vergessen habe. Ich glaube, da kann man nichts mehr vergessen. Das war schon so allumfassend. Das könnte schon ein Wikipedia-Eintrag von mir sein. Ja, sehr cool. Ja, ich würde sagen, du bist schon ein Promi geworden. Wer hätte das gedacht, als wir Anfang der 90er Jahre gemeinsam in der Hack Hartberg die Schulbank gedrückt haben? Wir sind nebeneinander gesessen. Und wir haben uns während des Unterrichts immer wieder so kleine lustige Zettel mit Nachrichten hin und her geschoben. Langweilig waren es wahrscheinlich. Wir haben sehr, sehr viele schöne, lustige Dinge gemeinsam erlebt über viele Jahre. Ich denke sehr gerne an diese Zeit, an unsere Jugend zurück. Und ich war damals schon ein bisschen neidisch, weil du wirklich sensationelle Deutschaufsätze geschrieben hast. Wann hast denn du eigentlich für dich dieses Talent erkannt oder vor allem ernst genommen und den Mut gefasst, daraus etwas zu machen? Also eigentlich total spät, ja. Also das ist lustig, weil ich habe das schon fast verdrängt mit den Deutschaufsätzen. Jetzt eben, wie es du gesagt hast, haben wir gedacht, ja stimmt, da war was. Weil ich habe ja immer schlechte Noten gehabt in Deutsch, weil das Problem ist, dadurch, dass ich so eine Rechtschreibschwäche habe, ich glaube immer noch, dass das deswegen ist, weil ich eine der letzten Chargen, sagt man das so? Na, Generationen ist das richtige Wort. eine der letzten Generationen war, die umgeschult worden sind noch in der Volksschule von Links- auf Rechtshänder. Und irgendwo habe ich mal gelesen, ist der ärgste unblutige Eingriff im menschlichen Gehirn. Und deswegen sage ich immer, kann ich nicht rechtschreiben. Oder vielleicht ist das auch nur eine faule Ausrede. Auf jeden Fall habe ich immer sauschlechte Noten bei diesen Diktaten gehabt. Da habe ich immer nur 5er, 5er, 5er und bei den Aufsätzen immer super, super, super. Und deswegen war die Note eigentlich, also das hat man das ein bisschen vermisst, ja. Dann war irgendwie lang nichts. Also ich dachte, ich wäre mit anderen Sachen berühmt, wie Stricken zum Beispiel oder Gärtnern oder keine Ahnung. Aber das hat sich irgendwie, also das ist tatsächlich erst viel, viel später wieder zum Vorschein kommen eigentlich, mit Social Media, dass ich so gern schreibe und Geschichten erzähle und eigentlich auch aus einer körperlichen, quasi aus einem körperlichen Handicap heraus, weil ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe und dauernd vergesse, wem ich schon was erzählt habe. Jetzt passiert mir das ständig im Alltag, dass ich sage, ja, das und das ist mir passiert, lustige Geschichte. Und die Leute sagen dann, naja, das hast du mir jetzt eh schon erzählt oder zum dritten Mal oder irgendwie schweigen betroffen und
nicken. Und dann irgendwie kam Facebook und ich habe mir gedacht, schau, das ist aber praktisch, weil wenn ich einfach meine Geschichten öffentlich teile, dann weiß ich, dass ja jeder weiß. Und so hat sich das ergeben und da ist mir eigentlich der Spaß dabei geblieben, irgendwie diese Alltagsgeschichten und diese Unterhaltung quasi zu machen. Sehr spannend, ja. Aber Social Media ist ja auch ein Marketinginstrument und du bist ja Marketing-Expertin, du hast das ja auch studiert. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn du dieses Marketingwissen auch mit deinem Talent kombinieren kannst. Ganz normale Alltagserlebnisse, das finde ich nämlich so spannend, auf so humorvolle Weise zu beschreiben. Also ich kenne jemanden, dem das gelingt. Also ich denke mir das oft so, wenn ich im Alltag bin, denke ich mir, ich habe auch oft lustige Erlebnisse. Aber sowas, dass ich mir das zutrauen würde, das als Geschichte zu schreiben, die auch noch wirklich unterhaltsam und ist und ja, also wirklich, ja, Hut ab. Danke. Als Außenstehende sieht man aber vor allem deine Erfolge und die Leichtigkeit, mit der du das alles unter den Hut bringst. Wie viele Mitarbeiter hast du denn und die dir helfen und die gesamte Organisation deiner Lesebühne, deiner Lesungen, weil du bist ja in ganz Österreich unterwegs, wer organisiert das für dich? Ja, das der einzige Mitarbeiter bin ich quasi. Das ist super. Na, das schaut natürlich, ich mache das alles gern, ja. Also ich tue, glaube ich, genauso gern irgendwie Lesungen organisieren wie schreiben. Ich bin jetzt eh nicht so der sich hinsetzt. Es gibt ja Autoren, die lieben es zu schreiben und die sitzen stundenlang und schreiben das kaum nicht, weil ich habe so kurze Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne. Also so wie meine Bloggeschichten, die entstehen, weiß ich nicht, wenn ich beim Bilder bei der Wurstabteilung stehe und dann schießt mir schnell was ein. Dann tue ich mich eher ablenken mit so Organisationssachen und das mag ich wahnsinnig gern. Das taugt mir und insofern habe ich da tatsächlich keine Mitarbeiter, außer natürlich so Helfer. Also der Michel, mein Mann, ist natürlich ein großartiger Helfer. Nicht nur, dass er in den Büchern vorkommt, sondern er verteilt auch bei der Lesebühne diese kleinen Klopfer, damit es das Publikum ein bisschen lustiger hat noch. meine Tochter, die Lucy, die kümmert sich meistens um den Buchverkauf. Das heißt, da haben wir immer eine Kooperation mit einer Buchhandlung. Von denen kriegen wir die Bücher zum Verkauf und sie verkauft es dann. Und also das ist wie so ein kleines Familienunternehmen sozusagen, ja. Ja, sehr schön. Es ist wie bei uns, also da sind so viele Parallelen. Es ist ja auch so, dass der Bernhard bei uns unterstützt. Und bei mir ist es auch so, ich brauche auch zwischendurch organisatorische Tätigkeit, ich sage immer zum Gehirn auslüften. Ja. Obwohl man sich auch sehr konzentrieren muss. Aber trotzdem, das passt. Das finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Weil unsere Wege haben sich schon lange getrennt irgendwo und da sieht man dann immer wieder Parallelen. Das Thema ist ein anderes, aber die Art und Weise der Umsetzung ist sehr ähnlich, muss ich sagen. Also ja, der Bernhard, mein Mann ist auch, und die Annalena arbeitet bei uns mittlerweile ja auch schon mit. Also sehr, sehr spannend. Aber man muss wirklich auch sagen, ohne Fleiß kein Preis, wie es so schön heißt, bei aller Leichtigkeit. Es ist nicht immer nur lustig und es ist so, dass man natürlich, wenn man das gerne macht, dann natürlich auch sehr viel Arbeit investiert. Man darf die Stunden nicht rechnen und das umrechnen ins Finanzielle, sage ich jetzt einmal. Aber es ist spannend, was man alles schaffen kann, wenn man Lust darauf hat, sage ich jetzt immer. Also wenn man Freude daran hat, etwas umzusetzen. Ich habe immer gesagt, ich habe kein Hobby und dann ist die Aromatherapie gekommen und habe mir gedacht, ja, endlich habe ich ein Hobby. Und so ist das dann passiert. Also wenn man etwas liebt, dann bleibt man dabei und dann hat man auch die Kraft, alles umzusetzen und wird dann auch oft angesprochen, na, wie schaffst du das alles? Das ist ja nicht normal, das gibt es ja nicht, wie kann man das nicht schaffen? Ja, was, ich mache sonntags genauso was, weil ich gern mache, ja, weil das ist nicht Arbeit für mich, ja. Und das ist das, was auch, sage ich jetzt einmal, die erfolgreichen Menschen unterscheidet von den anderen. Und da bewundere ich dich auch sehr. Es gehört auch viel, viel Mut dazu. Ja. Es gehört viel Mut dazu und den hast du, weil es kommt negative Kritik genauso. Wie gehst du damit um? Was hilft dir da trotzdem wieder aufzustehen? Das ist man ja nicht gewohnt, wenn man wirklich so eine richtige Ohrfeige von der Seite kriegt, sage ich jetzt einmal, bezogen auf etwas, was man liebt. Ich habe einmal gehört, dass die Anzahl der Hater aussagt, wie erfolgreich man ist. Mhm. Stimmt das? Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Ich müsste das einmal so richtig erfolgreiche Autoren, wäre ich das einmal fragen. Aber ja, natürlich, das ist so, wie du richtig gesagt hast, das ist ja kein
ich sage mal, normaler Beruf, das, was wir machen, so wie bei dir mit der Aromatherapie, weil das ist einfach so eine Begeisterung und ich kann mich noch erinnern, wie du angefangen hast damals mit den Düften und so weiter und das macht man einfach, das ist nicht, dass du sagst, ein Job von 9 to 5, sondern das ist eine allumfassende Begeisterung, die man dann weiterträgt, ja, und darum kann man da auch nicht, das ist fast wie so ein eigenes Baby. Und insofern ist es halt so, als Mutter weiß man, wie schlimm das ist, irgendwie, wenn deinem Kind was irgendwie Negatives passiert oder wie sehr man bemüht ist, das abzuwenden. Man kann natürlich die Kinder nicht allumfassend, also auch wenn wir alle gerne so Curling-Moms wären, die, so wie wir gelesen, die versuchen, alles wegzuwischen vor den Kindern, damit die da durchgehen können. Das ist natürlich dann bei so einem, ist man natürlich viel, viel angreifbarer, was negative Kritik betrifft, ja. Und also zu sagen, dass einem das komplett wurscht ist, das glaube ich niemanden, ja. Weil wie ich das erste Mal beim ersten Buch eine richtig hingebungsvolle, lange Kritik gekriegt habe, natürlich bin ich da gesessen und habe irgendwie gerät und habe irgendwie, und dann muss man sich aber wieder sammeln und sagen, ja, warum geht's? Ja, es kann nicht jedem alles gefallen und es geht auch um nichts. Und ich bin jetzt keine Ärztin, der Operation misslungen ist, sondern es gefällt halt wem meine Unterhaltung nicht. Ja, so what, ja. Ich habe mir gedacht, das ist auch lächerlich, dass ich da jetzt da in Tränen aufgelöst sitze. Ja. Natürlich, aber es hat jeder andere Art. Und also ich kenne sehr, sehr viele Autoren, die zum Beispiel diese Bewertungen nicht mehr lesen. Also das kommt dann auch bei vielen, weil sie sagen, ja, trotzdem tut es immer weh, wenn du, und ich sage das auch eben der Martina, meiner Schreibschwester, wo wir uns ja gegenseitig sehr unterstützen beim Schreiben und die ist ja viel, 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 viel erfolgreicher als ich noch. Und ja, ich tue dann auch oft ihre Bewertungen vorlesen und die guten tue ich hier summieren und die negativen lassen wir dann aus, ich hatte fast keine negativen. Aber natürlich tut dich das irgendwie auch verunsichern, aber ich sage, du, wenn 95% das super finden, mehr kann man ja nicht erreichen, das ist ja eh schon super, ja. Und ja, ich habe es genauso bei der Musik, ich bin ja so ein bekennender Schlager-Fan. Na, die Schlagerbranche hat mehr Hater als alles andere, aber trotzdem, wenn du dort bist, gibt es eine Gruppe, die gern hingeht und die wirklich total glücklich und beseelt aus diesem Abend rausgehen. Und das ist halt, was mir am wirklich allergrößten Spaß macht, wenn ich irgendwo was in der Lesebühne habe oder eine Lesung irgendwo. Und du schaust in die Gesichter dann und siehst, okay, die haben jetzt kurz 2 Stunden, die total entspannend sind, wo man seinen Alltag ausblenden kann, wo man vielleicht mit einem Lächeln rausgeht und ja, man einfach die Leute da unterhalten konnte. Ja. Ja, genau. Und das ist wichtig, dass man da trotzdem weitergeht und weitermacht. Weil ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als ich begonnen habe und beim ersten Kongress war und die Leute schon gewusst haben, dass ich auch Ausbildungen anbiete und keine Ärztin bin und keine Pharmazeutin bin und keine Krankenschwester bin, bin ich auch hingegangen, habe mich vorgestellt und das ist mir zum Beispiel passiert, dass mir eine relativ bekannte Dame mich angeschaut hat von oben bis unten, was das so nach dem Motto, wer bist du denn? Ich habe die Hand gereicht und sie hat mich angeschaut und hat sie umgedreht, was das so mit Arroganz, wo man sich denkt, ja Wahnsinn, ich habe gar nicht gewusst, ich bin da gestanden, das haben alle gesehen. Ja. Das war, also ein schreckliches Erlebnis, muss ich sagen. Und manchmal ist man schon verhalten und ich verstehe ja Menschen, die Angst haben, deshalb auch zum Thema Mut, ja, wenn sie zum Beispiel mit ätherischen Ölen arbeiten. Das ist nicht so einfach, weil es gesellschaftlich ja nicht so anerkannt ist in manchen Kreisen. Und ja, und dann, ich habe so schmunzeln müssen, als ich dein Buch gesehen habe, das zweite, die nächste Debatte, da beschreibst du ja eben so Hindernisse und Hochs und Tiefs auf dem Weg, Autorin zu werden. Und da habe ich so viele Parallelen zu meinen Erlebnissen in der Selbstständigkeit gefühlt, vor allem die Beschreibung, als du mit deinem ersten Buch vor der Buchhandlung gestanden bist und von einer älteren Dame als nächste Debatte herabgewürdigt wurdest. Das hat mich so berührt, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, also das denkt man sich gar nicht in der Branche und dass dir das auch passiert als Autorin, ja, weil bei mir bin ich es ja schon fast gewohnt gewesen, ja, weil sonst wäre, und interessant, die hat das natürlich auch berührt, weil sonst wäre sie gar nicht der Titel von dem zweiten Buch geworden
Und ich habe vor 23 Jahren eben angefangen mit den sogenannten hysterischen Ödeln. Die hysterischen Öle. Und habe mich so oft auslachen lassen müssen. Oder war ich schon sicher am Gesichtsausdruck, der denkt jetzt, was ist mit der los, mit ihrer Flasche und hin und her. Naja, ist ja alles, nur Esoterik ist dann das andere, wo ich dann konfrontiert werde. Hilft es nicht, schadet es nicht, man muss mir halt dran glauben. Das ist dann auch die Erklärung. Oder das Tausende, weiß ich nicht, obwohl es tausende Studien mittlerweile gibt, ätherische Öle, Arzneimittel im Arzneibuch sind. Und ich muss auch dazu sagen, das hat dann auch dazu geführt, dass ich wirklich ein Studium gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss das in irgendeiner Form beweisen. Ja, und das ist schon wieder der nächste Fehler, dass man sie versucht, den anderen zu beweisen. Aber trotzdem, ich glaube ja letztendlich, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn es nicht diese Hater und diese schwierigen Menschen gegeben hat, hätte, ich sage immer, das sind wie Katapulte gewesen, weil ich bin dann wieder aufgestanden. Du kannst uns überlegen, entweder du hörst auf und sagst, okay, hol das nicht aus, das geht, ich schaffe das mental nicht, oder du sagst so, aufstehen und jetzt tun wir wieder weiter. Und da helfen mir natürlich, da kann ich ja gleich das ausprobieren, was die anderen auch sagen, da helfen mir die Öle dabei, das durchzustehen. Ich schnuppere dann vor allem sehr gerne an erdigen, harzigen Noten. Besonders weitergeholfen hat mir das Vetiveröl in einer ganz, ganz schwierigen Situation, wo ich mal nicht gewusst habe, wie ich weitermachen soll. Da war ja in einer Trennung und hin und her. Es war wirklich ganz schwierig. Und seitdem nenne ich das Phönix aus der Asche Öl und habe dann zufällig woanders in einem Buch von ganz jemand anderen auch einmal gelesen, dass der das so bezeichnet. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Auch Atlas-Zeder, das sind halt erdige Noten. Das ist nicht so die Leichtigkeit, aber da ist man halt in so einer Situation. Aber ich kombiniere das dann zum Beispiel mit Bergamotte und mit Rosmarin. Das ist so meine Notfallsmischung. Wie schaffst du es, wieder aufzustehen, wenn so... Ich muss mir das jetzt aufschreiben, oder schreibst du das dann in die Shownotes? Ich schreibe das dann in die Shownotes hinein. Ja, auf jeden super, Fall. Weil das ja? sind super Tipps, das brauche ich unbedingt irgendwie. Ja, ich werde da so einen Riechstift machen. Ich mache da einen Riechstift mit Vetiver, Atlaszeder, Bergamotte und Rosmarin, genau für diese Situationen, wo man das Gefühl hat, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich noch am richtigen Weg bin. Ja, das ist gut, das brauche ich urdringend, die Phönix aus der Asche-Mischung. Ja. Das hört ja nicht auf, diese Ups and Downs, und ich glaube, das ist wirklich scheißegal, wie erfolgreich du bist, und ich kenne ja wirklich auch viele, viele Autoren von in unterschiedlichen Erfolgsstufen, ja, bis hin zu international verfilmte Bestseller-Autoren, ja, und diese Zweifel hören nicht auf und diese, mache ich alles richtig und was muss ich machen und wie gehe ich mit den Sachen, und diese Rückschläge, das hört auch nicht auf, ja, und ja, und ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen lustigen Rückschlag gehabt. Es gibt ja jetzt dann die Buchmesse in Leipzig. Ja. Ich war, glaube ich, der erste und einzige Mensch, der zweimal ein- und zweimal ausgeladen wurde wieder. Was? Zu lesen, ja. Also das war total schräg, ja. Das erste Mal ist schon länger zurück. Es war vielleicht meinerseits auch ein Missverständnis. Aber das zweite Mal dachte ich, es gibt ja diese offiziellen Lesungstermine und ja, ein Verlag irgendwie. Und dann haben mir gedacht, alle anderen von meinen Freunden haben schon ihre Termine, wo ist mein? Und ich habe meine Dings noch nicht gebucht, meinen Transfer, also meinen Zug dorthin. Und dann haben wir gedacht, wo ist es mein Termin? Und dann kriege ich eine Info vom Verlag, ja, scheinbar gab es da ein Missverständnis, also ich bin doch nicht eingeladen von Seiten der Messeorganisation. Ja. Und dann, ja. Ja, natürlich, das ist, dann denkst du, wow, scheiße, wieso bin ich nicht, alles sind eingeladen, ja, ich darf da nicht mitspielen, so auf die Art. Ja, das ist, da brauche ich so einen Phönix aus der Asche-Stift, ja. Ja. Aber es kommen dann wieder andere, das habe ich schon gemerkt, wenn man sich auf dieses, man muss mit so einer Scheiß-drauf-Mentalität dann drüber gehen, so wie du gesagt hast, und weitermachen. Und dann kommen plötzlich andere Sachen daher, von denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Genau. So, letzte Woche ruft mich an oder schreibt mir ein E-Mail, nämlich die Leipziger Verkehrsbetriebe, dass die nach der Buchmesse, was gar nichts mehr mit der Messe zu tun hat, machen die so Specials für ihre Stammkunden. Und da machen sie eine Sonderfahrt mit einer Straßenbahn in Leipzig. Und da buchen sie mich jetzt als quasi, dass ich dort lese und das Entertainment quasi. Das ist ja viel besser als das andere. Und dann haben wir irgendwie geredet drüber und sind immer auf viele lustige Sachen draufgekommen.
Und das passt auch ganz gut. Jetzt schaue ich gerade, wie das heißt. Ich finde es jetzt nicht mehr, weil die haben auch so einen lustigen Slogan, nämlich die Leipziger Verkehrsbetriebe, der auch super passt dann. Ja, finde es jetzt gerade nicht. Schreiben wir es uns da auch in die Shownotes hinein. Ich schreibe es rein, genau. Ja? Leipziger Verkehrsbetriebe. Ja, Fahrt alle super. nach Leipzig, Leute, und fahrt mit den Verkehrsbetrieben. Nein, Ja, aber super. also insofern, solche Ja. Stifte brauchst du Ja. dauernd, ja. Es kommt Ja, dauernd, richtig. es kommen irgendwie Sachen, irgendwie Richtig. kleine Hoppalas, die auftauchen, oder es hört auch nie auf, dass man in Buchhandlungen geht und schaut, ob man eh dort platziert ist. Ja, richtig. Das Also. glaube ich sofort. Also ich kann das wirklich nur unterstreichen und ich glaube, der Unterschied zwischen den Menschen, die erfolgreich sind und zwischen denen, was halt nicht so glaubt, ist das, dass man immer wieder neuen Mut fasst. Und so wie du sagst, es kommt nach einem Tief immer ein Hoch und oft ein besseres als das Tief war. Man muss nur Ja. geduldig sein, weil man kann das nicht kontrollieren. Das muss man, wie der Kärntner, mein Mann, leilaufen lassen. Lachen lassen. Genau, und es ist so, dass es einfach immer in Wellen daherkommt. Es gibt immer Ja. super Sachen und es gibt immer schwierige, schmerzhafte, traurige Erlebnisse. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da einfach weiterzugehen und sich auf das einzustellen. Und dann funktioniert es, weil dann ist man es eh schon gewohnt, nach der dritten Keule, sage ich jetzt einmal, wo es auch wieder was Schönes gegeben hat, weiß man schon, okay, jetzt ist jetzt Keule und jetzt da kommt dann eh wieder was Lässiges. Aber man weiß es nicht, was es ist. Na, vor allem, Ja. man muss das ja auch, also ich habe es jetzt quasi leicht, das auszuhalten, weil ich einen Job habe. Weißt du? Ja. Also ich habe einen Job, der, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich mir meine Miete nicht zahlen kann und dass ich mir nichts zum Essen Ja. kaufen kann und wo ich halt auch im Job andere Erfolgserlebnisse mitnehme. Weißt du, was ich Genau. meine? Hätte ich jetzt nur dieses Schreiben, ist natürlich schon härter, weil dann hätte ich natürlich einen finanziellen Druck auch, weil das vom Schreiben wirklich lesen kann, leben, lesen, leben, leben kannst, ist halt schwierig, weil das wissen halt auch die wenigsten, weil das so Zahlen sind, über die eigentlich selten jetzt irgendwie offen irgendwo geredet wird. Also ich habe mir das komplett anders vorgestellt, bevor ich Autorin wurde. Ich dachte, ja, super. Da schreibst du ein Buch und bist erfolgreich und reich und dann wird fortkommen, Ja. okay, also da, das, was beim Autor bleibt, sind vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 70 Cent und 1 Euro pro verkauften Genau. Buch, ja. Ja. Und die meisten, also wenn wer 2000 Stück verkauft in Österreich, ist das schon eine gigantische Menge, ja. Ja. Jetzt da rechnet er das aus, Ja, mal ich habe 70 das bei Cent. meinem Fette-Öle-Buch gesehen, 50 Cent pro Stück, super, weil ich es noch geteilt habe mit einer Co-Autorin, den einen Euro, aber nichtsdestotrotz, es ist eine schöne Sache und wenn man das, wenn es der Moment, wo du das erste Mal in der Hand haltest, den kann Das dir auch niemand nehmen. ist unbeschreiblich. Vor allem die Angst, dass ich Fehler finde, ist bei mir immer. Ja. Aber der Moment ist natürlich großartig und ich glaube, ich kenne keinen Autor, der sagt, ich mache das jetzt wegen Geld. Genau so ist es. Es ist in der Aromatherapie genau das Gleiche. Es gibt so viele, die die Ausbildungen machen, auch von jeder Klasse, von jedem Lehrgang, und das ist jetzt der 35. Lehrgang, den wir jetzt gestartet haben, sind 1 bis 2 Personen dabei, die das wirklich dann beruflich, die diesen Mut haben und sagen, so, ich gehe es jetzt an. Ich muss dazu sagen, ich kenne das auch so wie du, dieses Sicherheitsdenken, wo du sagst, ich habe noch Gott sei Dank meinen anderen Job. Das war bei mir im Jahr 2002 so, dann 2004, da habe ich schon gemerkt, das andere wird mehr und ich muss mich irgendwann entscheiden. Gehe den Weg der Sicherheit und lasse das so oder ziehe ich mich aus dem anderen zurück, finanziell ein Rieseneinbruch, weil vom anderen habe ich gerade und gerade leben können. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn ich die Zeit investiere, die ich sonst in meinen normalen Arbeitsalltag investiere, in mein Projekt investiere, dann kann das vielleicht mehr werden. Ja? Und so habe ich es dann, habe ich mir gedacht, damals war ich auch noch jünger, muss ich dazu sagen. Da war es dann also, dass ich mir gedacht habe, wenn es nicht funktioniert, gehen ein Jahr wieder irgendwo. Mache ich was im Büro und so weiter. Wir haben ja Hack gemacht gemeinsam. Also da Eben. können wir ja als Sekretärinnen, können Sie uns ja überall brauchen. Da schaffen wir noch Insofern, den späten Durchbruch. genau, richtig, ja. Und Aber du das, hast was, jetzt quasi, ja. ich gratuliere dir, weil wenn du sagst 2002, hast du 20-jähriges Jubiläum gehabt letztes Jahr, oder? Ja, genau, richtig. Super. Also na, eigentlich schon 2020, weil gegründet habe ich im Jahr 2000. Mega.
Also gleich nach der Geburt von der Annalena habe ich mein Gewerbe angemeldet. 2020, jetzt habe ich schon das 23. Jahr, also die Zeit Wahnsinn. vergeht. Ja, richtig. Also es ist echt schön, war die beste Entscheidung. Mit Kind ist es ja doppelt mutig dann, ne? Weil Ja, also du hast ja richtig. dann trotzdem irgendwie vielleicht noch mehr Sicherheitsansprüche dann, weil du denkst irgendwie, ja, ich muss ja mein Kind auch noch versorgen, ne? Richtig, und ich war ziemlich lange dazwischen alleinerziehend. Also es war nicht so einfach. Aber ich habe ein gutes Netzwerk gehabt und das war schön. Und das, was im Berufsleben ist, ist ja im Privatleben auch. Da können wir es uns nicht aussuchen. Auch da gibt es die Hochs und Tiefs, wo man genau diese Strategien braucht, wieder aufzustehen, neuen Mut zu fassen. Und diesen Stift zum Beispiel, diese Düfte kann man ja auch für sich privat nützen. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es auch wichtig ist, fleißig zu sein. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, dass du ja auch aus dem Marketingbereich kommst. Wie wichtig sind aus deiner Sicht Marketingkenntnisse oder Social Media für den Erfolg, wenn man sie jetzt selbstständig machen möchte? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich muss man der Typ sein, der das wirklich auch gern macht, ja. Weil es gibt ja auch Typen, die sagen, ja, ich mache zwar was gern, ich habe zwar mein Projekt, was auch immer das dann ist, aber ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe. Ich mag nicht mit meinem Namen, ich mag mich da nicht irgendwie präsentieren, ich mag nicht vor Menschen reden. Das ist ja auch voll okay, weil jeder hat andere Stärken und Schwächen. Ja? Also, und es muss ja nicht jeder so oder so sein, aber in dem Fall hilft es natürlich schon, wenn man sowas gern macht, weil natürlich, also es sind die genialsten Dinge schon entstanden, wenn es keiner war, es kann es nicht irgendwie erfolgreich werden. Ja? Also wurscht, welches Business du jetzt machst, es muss irgendwie zumindest mehr als dein engster Familienkreis darüber informiert sein. Ja? Ja. Das jetzt zu schaffen und wie man das jetzt schafft, da hilft natürlich Social Media. Auf der anderen Seite ist es für mich auch noch immer, dass ich nicht ganz genau weiß und das diskutiere ich mit vielen Autoren, Kolleginnen, Autorinnen, Kolleginnen, Autorinnen, Kollegen, wurscht, mit dem Gender. Ich bin bemüht. Die richtige Gratwanderung zu finden ist für viele, auch für mich, schwierig, weil die Mischung zwischen ich poste dauernd und irgendwann gehst du ja allen auf den Nerv. Ja, Weißt du, was ich meine? ich weiß, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Bis hin zu, ja, wenn ich das jetzt nicht teile, verliere ich dann meine Community oder welchen Content soll ich teilen oder wenn ich jetzt zum fünften Mal, weiß ich nicht, einen Zeitungsartikel oder was teile, denken sich die wahrscheinlich, es liken zwar viele, aber denken sich vielleicht insgeheim, ja, jetzt reicht es dann aber schon langsam oder keine Ahnung, ja. Genau. Also es ist wirklich schwierig, damit umzugehen, wie professionell mache ich das? Mache ich das mit irgendwie schönen, designten Vorlagen, dass das professionell ausschaut? Muss ich Reels machen? Voriges Jahr plötzlich haben Ja. alle gesagt, du musst Reels machen. Ich war völlig gestresst, weil ich mir dachte, was Reels, wie geht das? Aber Gott sei Dank, dann haben wir Gott sei Dank meine Freundin, die arbeitet in einer Agentur, die zur Styria Media Gruppe gehört und die hat mir dann geschenkt, großartiges Geburtstagsgeschenk, einen Workshop mit einer Spezialistin, die mir zeigt, wie man Reels macht. Ja. Ja, nur du musst ja trotzdem, jetzt weiß ich technisch, wie es geht, Ja. aber ich muss mir trotzdem jetzt irgendeinen Content einfallen lassen, weißt du? Ja. Und dann denke ich mal, ja, was mache ich jetzt mit diesen Reels, ja? Ich habe das ausgelagert an die Annalena. Das ist super. Ja, das ist natürlich dein Jackpot, weil du ein bisschen früher warst mit der Ja. Reproduktion als ich. Meine Tochter ist erst 12 und Ja. ich bin noch in der Phase, dass ich versuche, sie zu zwingen, für mich sowas wie TikTok zu machen, weil da Ja. gibt es jetzt in den Buchhandlungen extra Tische, die BookTalker und so. Und Ja. dann auch irgendwie hat man geschickt, so ein erfolgloser amerikanischer Schriftsteller, der 10 Jahre lang nur unter der Wahrnehmungsgrenze war. Und seine Tochter hat dann für ihn einen TikTok-Account gemacht und hat geschrieben, Ja. ja, mein Vater sitzt seit 10 Jahren in dem Raum und wäscht sich nicht mehr und schreibt in diesem Buch. Das wüsste aber nicht, dass sie schreibt. Und der ist jetzt wie Bombe explodiert und ist jetzt mega berühmt. Also, und ich glaube, das ist schwierig für alle, die irgendwas machen.
Ich auch in den Gesprächen mit den Musikern in meinem Austropodcast, wo ich da zum Thema Austropop einen Podcast mache, habe ich das Gefühl, dass das viele sich schwer tun damit, den richtigen Umgang mit diesen Medien zu finden. Ja? Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Also ich weiß es nicht. Ja? Ich versuche. Aber das ist beruhigend zu wissen, wenn du das sagst, dass das normal ist. Das heißt, es geht auch den Stars so, dass sie oft nicht wissen, wo genau das richtige Mittelmaß ist und dass man selber auch immer zweifelt. Und dass das nicht nur jemanden betrifft, der gerade beginnt oder der gerade jetzt versucht, jetzt vielleicht seinen Job von 40 auf 20 Stunden zu reduzieren und was aufzubauen. Die Fragen und die Probleme sind immer die gleichen. Immer. Quasi sitzt man alle in einem Boot. Ja, wir haben ja auch für diejenigen, die ein bisschen Unterstützung in Richtung Marketing brauchen, bei uns ist ja sehr viele Teilnehmerinnen aus Gesundheitsberufen, aus Pflegeberufen zum Beispiel, die tun sich manchmal ein bisschen schwer, auch mit den Marketinginstrumenten. Und da haben wir ein zweitägiges Webinar, das heißt Duftmarketingkonzepte und Duftlogos erstellen, also genau ausgerichtet auf das, was wir brauchen. Das ist kein Social-Media-Kurs, aber es geht trotzdem darum, wenn man im Bereich Aromatherapie zum Beispiel arbeitet, dann sollte man schon ein eigenes Duftmarketingkonzept haben oder auch sein Duftlogo. Das heißt, das wechselt man auch nicht ständig, sondern so wie ein anderes Logo. Man sollte schon erkennen, aha, das ist immer wieder das Gleiche, dass da eben das richtige Logo ja verwendet wird. Und das gibt's natürlich auch für viele Firmen. Das haben ja große Unternehmen, haben das ja auch sehr erfolgreich. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Es gibt unzählige, die das sehr professionell machen. Und es gibt auch ganz viele, die das von ihren Reinigungsfirmen machen lassen, die einfach nur duften, wenn sie hören. Duft ist super, Duft ist Marketing. Zack, dann machen wir ein bisschen Pfirsich, weil Pfirsich der Geschäftsleitung gut riecht und dann tun wir ordentlich viel, hilft viel. Da dröhnen wir die Kunden richtig zu. Und bei denen, so wie zum Beispiel bei mir, entsteht dann ein Fluchtreflex, wenn ich da reingehe und fast nicht atmen kann. Also das kann man schon professionell auch machen. Und ja, und da gibt's bei uns jetzt also ein zweitägiges Webinar. Man sollte da schon ein bisschen was über ätherische Öle wissen, sonst ist es schwierig mitzukommen. Aber für Profis ist das ein zusätzliches Tool, um sich da leichter zu tun. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob ich da auch teilnehmen kann, weil das klingt uninteressant mit dem Duftmarketing, aber ich habe halt kein Vorwissen. Ja, also da plaudern wir nachher, da erzähle ich dir ein bisschen was. Aber ja, cool, vielleicht passt es auf jeden Fall, würde mich freuen. Weil aus Marketing-Sicht muss ich schon sagen, irgendwie, also ich kann das jetzt nur aus der komplett anderen Ecke beurteilen, Duft ist halt was dich in der Sekunde in eine Emotion reinhaut. Ja, genau. Also bei mir ist es so, ja. Richtig. Also ich fahre zum Beispiel gerne in ein bestimmtes steirisch-kärntnerisches Hotel. Wenn ich da reingehe, da kann ich du kannst mich mit geschlossenen Augen in der Bare reintragen. Richtig. Ich weiß, wo ich bin, ja. Richtig. Genau. Da waren wir ja schon mal gemeinsam, ne? Waren wir schon gemeinsam, cool, genau. Genau. Ja, aber genau, die machen es richtig, ja, genau. Die machen es richtig, aber oft ist es so, das merke ich bei mir, dass das so arge Erinnerungen auch mit Düften gespeichert sind, ja. Ja. Also bei mir ist oft so, ich bin mit Achse Afrika sozialisiert worden. Ja, wie wir alle. Meine ersten Verliebtheitsphasen waren immer mit Achse Afrika in Verbindung. Ja. Ja. Und was wirklich, ja, und wenn da jetzt manchmal auf der Straße wer vorbeigeht und so eine arge Männerduftwolke habe, merke ich, dass das bei mir ein Marketing auslöst. Schmetterlinge. Ja, auf jeden Fall. Und genauso ist es. Und wenn man das richtig macht, funktioniert das super und du kannst auf jeden Fall teilnehmen. Aber ein bisschen briefen würde ich dich vorher mit den, was einzelne Düfte betrifft. Und dann ist es sicher, gerade in deinem Bereich, sicher mega interessant, das zu kombinieren. Mhm. Weil es wird oft vergessen oder wie gesagt, sehr unprofessionell gemacht. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Hast du gewusst, dass man anhand von Duftvorlieben und Abneigungen auch feststellen kann, wo die eigenen Stärken liegen, wo man zum Beispiel sein angeborenes Potenzial noch nicht in vollem Umfang nützt. Ein Beispiel, du kennst sicher Pelargonien, die kennen wir ja in unserer Region aus Oststeiermark, wo wir beide aufgewachsen sind. Pelargonien und Geranien. Menschen, die Rosengeranienduft widerlich finden, die tun sie manchmal schwer, Hilfe oder Komplimente oder Geschenke von anderen anzunehmen.
Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Das erforsche ich jetzt schon seit einigen Jahren und mache das bei meinen Einzelberatungen immer wieder, diese Tests. Und das ist eben ein mega spannendes Feld. Und da geht es ja auch um das Thema Kommunikation. Wenn man die Hilfe von anderen nicht annehmen kann, sage ich jetzt einmal, dann nützt man nicht sein volles Potenzial. Wie wichtig sind aus deiner Sicht Mitmenschen, Freunde, Kollegen für den privaten und beruflichen Erfolg? Was ist mit Empfehlungen? Du tauschst dich ja sehr gerne auch mit einer sehr erfahrenen und berühmten Autorin, wie zum Beispiel der Martina Parker, die du schon angesprochen hast, deine Schreibschwester, aus. Wieso tust du das? Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist alles, was man macht, irgendwie immer leimender, wenn man es nicht allein macht, weil es gibt halt nichts Schöneres, wenn man Erfolge, aber auch Niederlagen gemeinsam teilt, ja. Weil ja, es ist hier lang, freien ist traurig und alleine traurig sein ist auch blöd. Und gerade also in meinem normalen Job sozusagen, wo ich 30 Stunden in der Agentur arbeite, arbeite ich ja auch mit meinem langjährigen besten Freund, den ich übrigens damals über dich kennengelernt habe im Burgenland. Gell, danke nochmal. Inzwischen ist daraus eine wunderbare Freundschaft entstanden und mit einem Team, wo ich wirklich jeden Tag mich so freue, wenn ich hingehe. Und wo das einfach schön ist und wo wirklich harte Zeiten, aber trotzdem schön ist, weil es lauter unterschiedliche Persönlichkeiten sind, mit denen ich da im Team arbeiten darf. Ja. Und beim Schreiben ist es halt so, wie ich angefangen habe, oder wenn du in diese Branche einsteckst, du bist halt einsam. Ja. Weil das ist halt was, wo vieles weiß man nicht, vieles ist so ein Mysterium, was halt technische Sachen betrifft. Ja. Also es gibt 1000 Schreibratgeber, die man sich kaufen kann, und man könnte das auch alleine machen. Aber so diese, wie gehst du auch, wie findet man Verlag, was ist das Honorar, wie verhandle ich das, wie funktioniert das mit Lesungen? Das weiß man ja alles nicht. Ja? Und da hilft es natürlich mega, mega, wenn man sich mit anderen austauscht. Und ich habe zum Beispiel immer, das mache ich immer noch, auch wenn die Martina sagt, jetzt hör mal auf damit, ich buche ja dauernd so Schreibworkshops, weil ich das einfach wahnsinnig gern mache. Und ich kann mir vorstellen, das ist bei dir ähnlich, weil es einfach total schön ist, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, ob das jetzt ein Tag ist oder ein paar Stunden oder online oder persönlich ist natürlich noch besser, ist es einfach schön, Gleichgesinnte zu haben, die die gleichen Träume verfolgen. Das ist so, wie mein Mann am Montag immer Fußball spielen geht und gestern am Match war, das ist halt seine Community und meine ist auch so. Die schreit halt nicht so vulgäre Sachen dazwischen. Aber grundsätzlich, und diese Unterstützung, die ich dann zum Beispiel von der Martina erfahren habe, die ist halt schon einzigartig. Und das ist halt dann schon, wenn man jemanden trifft, weil es war nicht immer so. Du triffst nicht nur solche Menschen. Also wir sind auch in der Vergangenheit zweimal Situationen passiert, wo ich sehr negativ sozusagen kritisiert wurde, ja. Was das betrifft, ja, also es war vor vielen, vielen Jahren, ich war bei der Lesung von einer anderen Bekannten und habe dann ihre Lektorin kennengelernt und mit der darüber geredet, dass ich auch gern schreiben würde, was ja jeder macht, der gern schreibt irgendwie, ja, ja. Und habe dann ein bitterböses E-Mail gekriegt, wie ich das wagen kann, dass ich da die das stalke auf ihrer Veranstaltung. Yeah. So, das ist schwierig, ja. Also das muss man offen sagen, ich wollte ja nichts wegnehmen und es erscheinen pro Jahr 70.000 Bücher und es ist ja eh kein Buch daraus entstanden, aber das ist schwierig, ja. Und natürlich hat man dann oft im Hinterkopf, naja, störe ich jetzt wen oder bin ich jetzt lästig oder bin ich jetzt nervig oder was hat die Person da so. Und wie ich die Martina kennengelernt habe, die hat halt so eine eingeschränkte Hilfestellung über mich ausgeschüttet. Das ist halt schon extrem schön, sowas zu sehen, und darum ist es einfach schön, wenn das funktioniert und wenn man das weitergeben kann an andere und wenn man sich gegenseitig unterstützt und wir machen die Lesungen gemeinsam, sehr, sehr viele. Das ist einfach, glaube ich, zu zweit oder im Team immer besser als alleine, ja? Und es nimmt niemand dem anderen was weg, sondern meine Erfahrung war, es ist immer eine Bereicherung. Ja?
Genau, so sehe ich das auch. Und deshalb habe ich damals ja auch die VAG auch gegründet, weil ich mich einsam gefühlt habe. Habe ich im Jahr 2005 die Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktiker, zu finden unter www.aromapraktiker.eu, gegründet, weil ich einsam war. Ich habe Gleichgesinnte gebraucht, genau für das, was du sagst, wo man sich austauscht. Das Ein-Personen-Unternehmen, man ist so alleine, es gibt so viele Fragen, Honorar, das ist ja bei uns immer ein großes Thema. Und genau das, was hinter den Kulissen ist. Wir sehen oft in Social Media Kollegen, wo man glaubt, boah, das sind mega erfolgreich und hin und her, das alles immer nur so leicht und so glas und hin und her. Wie geht man mit Tiefs und so weiter? Und da gibt es zum Beispiel, in dieser Vereinigung kann jeder Mitglied werden, der sich für ätherische Öle interessiert. Und da gibt es sogenannte Duft-Datings, wo man sich einfach trifft unter Kollegen, momentan online, österreichweit, auch über die österreichischen Grenzen hinaus, welchen Etikettendrucker kaufst du und solche Sachen austauscht. Yeah. Ja. Also das ist das, was so praktisch ist. Oder dass man sich zusammentut in einer Region und gemeinsam zu einer Messe geht, weil man sich vielleicht den Stand alleine nicht leisten kann. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wo man da sich austauschen kann. Und das ist über die VAGA total witzig und schön und gibt es immer wieder klasse Veranstaltungen. Und das, was ich auch bei meinen Seminaren immer wieder höre, ist auch das, was du angesprochen hast, wenn man zu einem Kurs hingeht, sei das jetzt zum Beispiel einfach nur ein Webinar am Abend oder auch ein Präsenzkurs irgendwo. Es gibt, in dem Moment denkt man sich vielleicht, boah, heute scherzt mir eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich würde ich gerne lieber chillen irgendwo oder nicht irgendwo weit wegfahren, nach Graz jetzt extra zu einem Präsenzkurs fahren. Aber wenn man dann bei dieser Veranstaltung ist, und da Gleichgesinnte trifft und an das Thema interessiert, geht man mit wesentlich mehr Energie raus aus dem Raum, als man investiert hat. Man geht aufgeladen mit neuen Ideen, mit neuen Inspirationen wieder raus. Und das finde ich einfach so spannend. Und das ist, weil du das auch sagst, das höre ich auch immer wieder bei unseren Kursteilnehmern. Ja, so ein schönes, spannendes Gefühl auch, muss ich sagen, wenn man hinter die Kulissen des Erfolgs blicken darf. Ich denke, da waren wirklich sehr viele nützliche Tipps und Anregungen dabei, die unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht Mut und Inspiration auch sein können, am Weg zu bleiben. Eines vielleicht nur ganz kurz, weil du gesagt hast, hinter die Kulissen des Erfolges quasi. Man sieht ja immer nur den Erfolg. Ja. Also in den ganzen Social Media Postings und. Es gibt ja wenige, die offen sozusagen über die Misserfolge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass man das immer im Hinterkopf hat. Du siehst nur den Erfolg. Ja. Die sind genauso, also jeder scheitert an den gleichen Hürden. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, das gibt auch, also ich kann mich erinnern, wie meine Tochter ein Baby war, habe ich mir mal gedacht, ich bin die einzige Mutter, wo das Kind nicht durchschläft und wo das nicht funktioniert. Ich war frustriert. Ja. Und alle anderen so, alles ist so easy, die waren wie aus dem Ei gepellt, geschminkt und ausgeschlafen und hat solche Augenringe gehabt. Ja. Und ich habe mir gedacht, was mache ich falsch? Ja. Bis ich dann draufgekommen bin, später haben sie mir dann gestanden, dass das gar nicht so war. Ja. Und dann habe ich gedacht, richtig. Warum? Man muss einfach offener, aber das ist, glaube ich, auch in unserem Kulturkreis nicht so verankert, dass man offen sich traut, auch über Misserfolge zu sprechen, weil man, glaube ich, oft das Gefühl hat, na, wenn ich das jetzt sage, dann bleibt das hängen und dann bin ich stigmatisiert als erfolgloser Mensch und keiner, weiß ich nicht, bucht mich mehr für Vorträge oder keiner bucht mich mehr für Lesungen, weil jeder das Gefühl hat, na, jetzt hole ich mir da nicht den Loser ins Haus irgendwie. Genau. Aber genau so ist es. Dass das eigentlich bei jedem so ist, ja, und oft sieht man es dann nur, wenn es zu spät ist, ja, also bei so wie das große Outing von Thomas Dipschitz, das hilft natürlich viel in der Branche. Aber das ist ja dann schon die Spitze. Ja, richtig. Und vielen geht es ja im täglichen Scheitern, haben so die Probleme. Ist es. Ne? Genau, so ist wenn man, es. Wenn man weiß, dass es jedem so irgendwie geht, dann ist es auch wieder leichter für den Einzelnen. Ne? Richtig, genau so ist es. Also, wie sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude, doppelte Freude, auch da muss ich dazu sagen, ich habe auch einige Freunde verloren, als ich erfolgreich geworden bin. Das möchte ich auch sagen, weil es ist für manche auch nicht leicht, so jetzt einmal den Weg mitzugehen, wenn jemand erfolgreich ist, weil es ist leicht, jemanden zu trösten und Mitleid zu spenden, aber sich mit jemandem mitzufreuen, der erfolgreicher ist als man selbst, das ist, so viel zum Thema Neid, manchmal auch sehr, sehr schwierig. Und da habe ich einige Leute leider verloren unterwegs. Aber auch das gehört dazu. Stimmt. Nein, Leben, das ist, das, weil das wäre ich auch oft gefragt, weil
die Martina ist, weiß ich nicht, 10-mal so erfolgreich und verkauft 10-mal so viele Bücher als ich und bin auch schon ein paar Mal bei Lesungen gefragt worden, ja, wie ist das dann, wie ist das jetzt irgendwie mit dem Neid, ist das irgendwie, natürlich ist das natürlich, das ist ja eine menschliche Reaktion, wenn ich sage, ja klar, verkauft die viel mehr und alles, ja. Aber es ist ein Ansporn dann, das ist wieder was anderes. Und es ist was anderes und natürlich ist das irgendwie ein Thema, also das darf man sich auch nicht irgendwie wegleugnen, das wäre jetzt auch nicht ehrlich, ja. Yeah. Aber man muss es einfach offen darüber aussprechen und sagen, ja, okay, wie gehe ich damit um? Und in dem Fall, wie kann mich das anspornen? Wo kann man was lernen davon? Jeder hat eine andere Positionierung. Genau. Und was kann ich da für mich mitnehmen davon? Ja? Aber das stimmt fix, dass du, wie du hast es super gesagt, dass es leichter ist, quasi Mitleidende zu finden, ja, als Mitfreuende. Ja, richtig, genau so ist es. Also damit habe ich sehr gehadert und da war ich dann sehr verhalten, das, was du vorhin angesprochen hast, selber zu posten, wenn was sehr erfolgreich war, wo ich mich mega gefreut habe, weil, weißt du, wenn man ein paar Mal die gleiche Erfahrung macht, dann traut man sich nicht mehr so. Aber jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg, wo ich dann einige solche Dinge auch wieder poste und mich freue. Und du machst mir schwer, dass es nicht überheblich klingt, so wie zum Beispiel dieser Artikel im Carpe Diem, das jedes Mal drinnen ist, wo wir von Anfang an dabei sind, wo ich immer das Interview gebe, da freue ich mich einfach sehr. Und ja, früher war ich halt eher so verhalten und so bescheiden, muss man sein, nicht? Hat man gelernt in der Kindheit. Und das ist in unserem Kulturkreis extrem so, das ist, wenn du jetzt nach Amerika schaust, gar nicht so, weil da ist mehr als mehr und beim Frauen noch mehr. Ja, richtig. Weil Frauen, wir immer eingetrichtert gekriegt haben, naja, jetzt sei bescheiden und in meinem Fall irgendwie, keine Ahnung, die reden nicht so viel oder die Kinder reden jetzt nicht so, wenn die Erwachsenen reden, ja, genau, hören die Kinder zu. Das hat bei mir nicht so funktioniert mit dem Nichtreden. Gott sei Dank. Das sind die späten Nachwirkungen. Ja. Aber natürlich, das ist schon eine Challenge, ja, wie man damit umgeht, ja. Genau, richtig. Also ich sage ja, es gibt mehr, die einen trösten, als die mit einem feiern wollen. Mhm. Und ehrlich feiern, das ist das. Auf jeden Fall, jetzt möchte ich noch ganz was Wichtiges sagen. Jetzt haben wir so oft über deine Bücher geredet. Deine Bücher, Nur die Liege zählt. Und die nächste Debatte bekommt man in allen guten Buchhandlungen. Ich schaue ja auch immer, wenn ich einkaufen gehe in der Buchhaltung, ob dein Buch da liegt. Bis jetzt gab es das Neue überall, muss ich sagen, wo ich halt drinnen war und nicht nur eins, sondern einen ganzen Stapel, muss ich sagen. Also ja, falls es Fragen gibt oder jemand mal bei einer Lesebühne zum Mitsingen vielleicht auch in Wien bei dir dabei sein möchte, wo kann man dich erreichen? Also am besten auf meiner Webseite www.susannechristek.at. Da stehen alle meine Termine, die ich überall habe und auch die nächste Lesebühne zum Mitsingen, die im Juni stattfindet, mit dem Josie Prokopetz als Stargast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird sicher Wahnsinn, sehr lustig. Cool, ja. Und genau, aber das meiste steht eh immer, auch die ganzen Lesungstermine und so weiter sind immer alle auf der Webseite dann, genau. Ja, fein. Ja, alle Links zu den genannten Kursen, zu den Webseiten, zu dem Rezept für den Riechstift, für den Phönix aus der Asche Riechstift, findet ihr in unseren Shownotes. Liebe Susanne, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir ein Volksfest. Gerne. Du, eigentlich müssten wir jetzt, aber das geht nicht, weil wir ja online sind, aber wären wir jetzt live, müssten wir jetzt noch abschließend einen Krabbel die Wandelnuff trinken. Ja, richtig. Und das können alle googeln, was das ist. Ein Getränk. Ein sehr heißes Getränk. Ja, das aktiviert alle Rezeptoren und auch alle Riechrezeptoren, sag ich mal, die vielleicht eingeschlafen sind in den letzten Jahren. Ich glaube, damit bist du eigentlich erst zum Thema Duft und Geruch. Wahrscheinlich, gekommen, wahrscheinlich, um diesen Schmerz zu behandeln. Danke jedenfalls für euer Interesse. Heute haben wir ein bisschen länger gebraucht, aber es war auch der Wunsch von vielen, dass wir die Podcasts ein bisschen länger gestalten. Ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast in einem Monat. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner.